Willkommen, liebe Clasher, bei einer weiteren Folge Lasst spielen Clash of Clans. Ja, frei übersetzt, Let's Play Clash of Clans hier mit dem Thorsten aka Toto beim Clan Bettes. Aber ich bin heute erstmal im Clan. In welchem bin ich eigentlich? Beim Clan Angry Devil, und ich besuche hier den Mac the CXD, heißt es, glaube ich. Er hatte mir netterweise geschrieben, dass er auch einmal bewertet werden will. Ich muss mir mal eben den Text raussuchen. Magst du mal meine Base angucken? Jo, tue ich mal damit. Also ein typischer 9,5er. Hier fällt sofort auf, kein Infernus, aber die Helden schon, zumindest ein Helden schon, über Level 30. Das heißt also, er ist ein Rathaus 10er hier. Behält aber die komplette Def erstmal, beziehungsweise, ja, ich weiß nicht, ob er schon was nachgebaut hat. Das sieht im Moment noch nicht so aus. Das ist eine 9er Base. Kann aber sein, dass die Mauern, ich müsste jetzt durchzählen, schon mehr hier sind. Und beim 9,5er darf es natürlich die vorhandene Def ausbauen, aber keine neue Defense, also Verteidigungsgebäude, da zu bauen. Also weder Inferno-Turm, ja, so ein bisschen kann man natürlich machen. Dritter X-Bogen geht, glaube ich. Und es gehen natürlich alle Fallen, gar keine Frage. Gebäude sowieso, also wenn man jetzt die Kasernen aufrüstet, viele sind dann ja der Meinung, oh, darf ich keine Kaserne machen, also wegen den Truppen, die man noch dazu bekommt, die Miner. Doch, darf man alles machen. Ich glaube, das fällt nicht in die Gewichtung, in die Kriegsgewichtung mit rein. Aber schönes Dorf hier. Ich denke mal, deft auch ganz gut. Ja, 37 Mal schon, ob es nun Drops sind oder Devs sind. Er ist auch, ich nenne es mal semi-aktiv, 267 Sterne. Ist natürlich wenig für ein Rathaus 10. Aber Clankrieg ist nicht jedermanns Sache. Und was wir aber sehen, ist eigentlich ein ganz stabiles Rathaus 10 Dorf. King hat er nicht ganz durchgemaxt auf Rathaus 9. Truppen sehen schon mal, ja, sehen soweit ganz gut aus. Da geht noch ein bisschen was, vor allen Dingen natürlich jetzt im Packer-Level. Der Packer geht bei euch Rathaus 10 dann jetzt bis auf 6 hoch. Drache kann auch noch was vertragen, also sieht ganz gut aus. Hat er, glaube ich, ganz gut gemacht. Ist, glaube ich, auch ganz zufrieden mit seinem Account. Der Peter ist es, glaube ich. Wir springen mal in mein Dorf, und ja, zu viele Items empfinde ich im Moment, ist die Flut einfach super, super groß. Und während ich schon mal einen Gegner hier gesucht habe, ja, ihr könnt euch sicherlich noch daran erinnern, die vielen Items gab es nicht immer. Also es gab natürlich immer irgendwo den Shop. Es gab immer den Shop. Früher musstest du einfach immer in den Shop rein, wolltest du mehr Gems, wolltest du mehr Gold, wolltest du mehr Elex und so weiter. Man musste also immer irgendwo den Shop bemühen, um dort etwas zu kriegen. Heute, ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber wenn ich in mein Dorf einlocke, der erste Weg geht zum Händler, geht zu den Events, geht mal kurz auf den Shop, vielleicht ist ein Angebot da. Und ich finde, ist schon ein bisschen komisch geworden. Und deswegen diese Itemflut, ich komme der auch nicht nach. Oh, ich nehme mal eben meinen Packer, glaube ich, hier. Oh, Packy, Packer, Queen, Packer. Oh nein, die gehen auf meinen Worten. Oh nö. Ah, naja, gut, okay. Das haben wir, glaube ich, gerissen. Und haben wir eigentlich schon eine Luftabwehr gepackt? Ja, ich glaube, wir haben schon eine Luftabwehr gemacht hier. Dann können wir hier schon mal den Magierturm wegmachen. Ah, okay, der Packer geht jetzt auch schon mit rein. Jawohl. Also, wie gesagt, es gab nur den Shop. Heute gibt es so viele Items. Dein Dorf wächst so schnell. Also, ich selber schaffe das nicht mit Farm. Aber wir geben der Queen mal eben so ein bisschen Unterstützung hier, dass sie hier reinkommt. Jawohl. Nehmen wir den Dicken auch mal mit. Und ich komme selber nicht nach. Ich komme selber überhaupt nicht nach mit dem Farm. Und das sieht man vor allen Dingen an meinem großen Dorf hier, dass ich hier nicht wirklich nachkomme. Denn ich muss mal eben konzentrieren. Jetzt muss ich eben mal meine Meute an Kobolden hier in die Mitte reinschicken, dass die mir hier das Dunkle rausholen. So, das mache ich jetzt auch. Ich will hier nicht möglichst alles verbrauchen, aber ich wollte zumindest so ein bisschen was verbrauchen. Ja, wie gesagt, und ich komme mit meinem Dorf, vor allen Dingen mit diesem Dorf, ich komme nicht wirklich hinterher hier. Und naja, irgendwie werden wir das dann doch schon noch hinkriegen, dass wir zumindest mal so ein bisschen unser Lager hier befüllen können. Ich habe ja, ihr seht es, ich hab gar nicht mal so eine schlechte Truppe am Start. So, jetzt will ich mal nicht sagen, ich habe wieder eine komische Truppe am Start, aber was habe ich in der Clanburg? 7 Riesen. Oh,
Die könnten auch bleiben. Oh, jetzt habe ich meinen Worten doch schon gezündet. Weil wir haben ja noch so viele Ressourcen hier zu holen. Mist. Naja, gut. Aber ich habe meine 10 Loons gesetzt, denn wir haben ja im Moment das Loon-Event mit den Wu-Zaubern. Jetzt habe ich gar keinen Zauber angewandt hier. Dann nehmen wir mal hier den Skelett-Zauber. Ich weiß gar nicht, ich glaube, den hatte ich eigentlich nur zum Spenden gemacht. Und mein Päcker. Päcker, bis hierhin hat er sich gerade mal eben durch die Base gefressen. Sie war jetzt aber auch nicht so stark. Und dann noch da hinten das Lager. Ja, okay. Passt schon. Kriegen wir auf jeden Fall die Skelette hier. Eine einzige Falle. Ja, geht immer noch für die Bauhütte. Gut, dann zünden wir die Queen hier noch. Ja. Und dann gehen wir jetzt mal in mein Dorf. Zeit ist leider um. Also waren das volle 3 Minuten hier. Und ja, wie gesagt, wenn ich in mein Dorf einlogge, dann geht es erst immer nach hier hin. Geguckt, ist nichts für mich da. Alles klar. Dann gehen wir mal in den Shop. Im Moment auch keine Angebote. Und dann geht es natürlich zu den Clan-Spielen oder es geht in die Events. Im Moment keine Clan-Spiele. Oh, scheiße. Das war heute Morgen noch nicht, als ich eingeloggt habe. Da gab es nur hier das Event mit den Loons. Oh Gott, in 2 Tagen, 20 Stunden schon wieder die Clan-Spiele. Und ihr seht das, es gibt ein Zauberbuch, also Book of Spells. Und ich habe allerdings noch eins. Das heißt also, ich bin jetzt ein bisschen in Nöten. Wenn man es übrigens verkauft, wer es noch nicht weiß, gibt 50 Gems für so ein Buch hier. Gar nicht mal so schlecht. Und aber mal sehen, ich möchte ja ganz gerne den King ganz gerne auf 41 bekommen mit dem Buch aus den Clan-Spielen. Und in 4 Tagen, ja, könnte ich eigentlich einen Zauber verbrauchen. Ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht den Skelettzauber einen höher mache mit Dunklem. Denn danach sollen meine Babydrachen weitergehen hier. Und dann hätte ich das in einem, fast in einem Abwascher. Müssen wir mal sehen. So mein Plan. Ob er denn aufgeht, weiß ich noch nicht. Und wir gehen jetzt erstmal hier unsere Rewards abholen. Ich habe übrigens auch diese Ringe hier mittlerweile lieb gewonnen. Aber bei meinen Max RH9ern nehme ich die ganz gerne fürs Nachtdorf. Und so ein bisschen bin ich auch in Zwiespalt. Die ist schon nett hier. Die ist echt nett, die Rune auf Gold. Ich meine, ich bin ja echt ein Mauerfarmer. Und wir fangen mal hinten an. Ich gucke noch mal gerade rein, was ich in der Truhe habe an Tränken. Okay, den brauche ich nicht. Den. Dann gehen wir hier oben noch mal rein. Wir nehmen das Heldenbuch. Wir nehmen, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, wir nehmen das Ressourcending. Weil wenn ich jetzt nicht farme, dann nehme ich lieber die 3, die mir das Dorf boosten hier. Jetzt könnte ich natürlich Gold, Elex, das sind 10.000 Elex, die ich hier machen könnte. Aber Elex nachfarmen kann ich immer noch. Wir nehmen hier den hier, ich glaube 4 Stück, wir hatten da gar keinen von. Hier die Gems. Und dann zack, rein hier. Ihr habt ja gesehen, ich habe gestern im Simply Good die Clan-Spiele gemacht und heute hier bei BetTS abgeholt, weil es gab auch in einem Clan mal wieder so ein bisschen Querelen. Kann ich den Clan verlassen, kriege ich meine Rewards? Ja, ihr könnt den Clan ruhig verlassen. Und ihr bekommt trotzdem eure Rewards hier. Und damit habe ich jetzt zumindest mal wieder meinen Bestand ein bisschen aufgefüllt. Also Heldenbuch für den nächsten King-Level. Hier hinten wieder, ja super, der hier vor allen Dingen, den werde ich auf jeden Fall wieder usen. Und ich würde sagen, wir machen noch einen zweiten Angriff und dann sehen wir uns gleich wieder. Ui, da haben wir aber einen gefunden. Ja, ich habe schon mal wieder ein bisschen gesucht, denn es gibt nichts Nervigeres als einen suchenden YouTuber und die Zeit fliegt so dahin. Deswegen lieber ein bisschen mehr Action und die Action hole ich mir jetzt hier. Ihr seht meine Armee hier. Ja, ich muss so ein bisschen natürlich mit dem Event leise treten, so will ich das mal sagen. Denn ich checke jetzt erstmal gerade an, ob hier was in der Clanburg ist. Da ist zumindest von da nichts drin. Jetzt muss man gerade gucken. 1, 2, 3, 4. Ja, ich habe 2 Hunde dabei. Ich habe noch Loons in der Clanburg. Also ich muss ein bisschen langsam machen, denn ich habe ja noch ein Zauberbuch. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn man das Event jetzt abschließt. Heimst jetzt die EP ein und bekommt ja eigentlich das Zauberbuch. Bleibt das so lange für mich erhalten, bis es dann weg ist? Oder vielleicht wisst ihr das. Vielleicht könnt ihr mir das beantworten. Ich konnte es mir nämlich nicht beantworten. Und deswegen machen wir erstmal hier so ein bisschen schon mal Cleanup hier rechts, links. Ja, das sieht ganz gut aus. Die Babydrachen gehen in jedem Fall hier jetzt auch in den nächsten Wochen hoch. Die möchte ich ganz gerne maxed haben. Denn ich bin überhaupt kein Luftangreifer. Gar nicht. Also so mal richtig gar nicht. Und okay. Dann haben wir jetzt aber schon mal die Flanke hier weg. Und wie macht man das eigentlich? Setzt man erst die Loons, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
So, dann setze ich mal die Hunde dahinter. Und dann habe ich ja noch ein paar Loons. Und auch noch ein paar Loons in der Clanburg. Die lag ich dahinter. Ich habe noch keinen Zauber verbraucht. Ich muss erstmal die Truppen setzen. Oh nein, 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 nein. Das ist doof, das ist doof, das ist doof. Das ist doof, Toto. Aber egal, da müssen wir jetzt durch. Mal eben den Flugweg der Loons hier betrachten. Und ja, komm, die heilen wir nochmal durch hier. Klar zünde ich den Warden jetzt. Mein Bodenwarden. Scheiße. Mein Bodenwarden. Oh, Mist. Na egal, dann nehmen wir mal hier noch den Gift auf die Queen. Dass die nicht so viel Schaden macht. Komm, die kleinen Lakis, wäre jetzt wohl die Queen das schaffen, oder? Oh nein! Jetzt muss ich hier noch mit meinen Helden ran. Okay, da muss ich dieser Base jetzt den Rest geben. Oh, da ist ja noch richtig was über. Ja, ich sage ja, Leute, ich kann keine Luft. Und habe natürlich auch richtiger Schlauhans, der Toto. Den Worten noch auf Boden stehen, wo er ja mit Masse hier mit Luft angreift. Naja, gut. So ein bisschen kriegen wir jetzt noch, glaube ich zumindest. Die Queen könnte. Ah, doch, okay. Das machen die Lakis da, ja, wenn ich ein bisschen Glück habe. Und ich verbrauche in jedem Fall kurz mal den letzten Wut hier. Den muss ich einfach nehmen, weil eben in meiner nächsten Armee sind halt so komische Zauber drin. Ich zünde jetzt mal die Queen. Mal sehen, ob wir die Dev-Gebäude hier nicht doch noch bekommen. Der King tankt da unten für uns. Kommt, 50er Queen, das muss noch mal klappen. Dass ich den Angriff vielleicht doch noch irgendwo raushole. Ja, zweite Folge für euch heute. Ich wollte einfach nur einen kleinen Status geben. Also auch hier Road to Max R11 läuft. Ich denke, der King ist heute in jedem Fall noch drin, je nachdem, wie hardcore ich farme und je nachdem, wie viel Lot ich hier liegen lasse. Okay, ja, war jetzt nicht so schlecht. Aber wie gesagt, Luft kann ich erstmal gar nicht. Und ich habe jetzt 8 Mille Gold, 8 Millionen an Elex und ich kann endlich meinen letzten Bogenschützenturm auf 14 anstoßen. Ja, die anderen sind, ich habe jetzt 2 auf 15, 1 auf 14, den machen wir in jedem Fall erstmal, damit ich meine Bobs da auch mal wieder beschäftige hier. Die sind ja langzeitarbeitslos. Und jetzt haben wir schon so ein bisschen, ja, ein bisschen habe ich hier in der Treasury auch drin. Okay, das hole ich da mal noch nicht raus. Was ich in jedem Fall machen kann, ist, ich kann mir erstmal eine Mauer hier gönnen für 4 Millionen. Und ich versuche immer hier die 8 Millionen drin zu haben. Mal sehen, wie mir das gelingt hier. Ja, ich habe die Items genommen. Ich denke mal, ja, für die zweite Folge heute am Dienstag war das gar nicht mal so schlecht. Bleibt einfach bei mir dran. Morgen auf jeden Fall mal wieder harte Rathaus 9 Action. Wir müssen mal den Chief Barfuß mal wieder ein bisschen unter die Arme greifen. Und mal sehen, wie mir das dort gelingt. Denn mehr recht als schlecht. Also ihr werdet die Quälerei mit mir leider miterleben müssen, wenn ihr an meinem Kanal dran bleibt. Bis dahin, euer Toto. Läscht.